Schwere Unwetter, die über den mittleren Westen der USA hinwegzogen, verursachten in der Nacht zum Mittwoch mehrere Wirbelstürme. Das Örtchen Cole im US-Bundesstaat Oklahoma wurde von einem großen Tornado schwer getroffen. Häuser wurden abgedeckt, Bäume entwurzelt, vielerorts fiel der Strom aus. Auch mehrere Tote seien zu beklagen, teilten Behörden mit. Die Todesursachen waren zunächst nicht bekannt. Man sei zudem bemüht, Berichten über verletzte oder eingeschlossene Personen nachzugehen. Anderswo in Oklahoma sorgte bis zu golfballgroßer Hagel für Schäden. Der Tornado von Cole war nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes einer von mehreren Tornados, die über Zentral-Oklahoma entstanden waren.